Ein herzliches Willkommen, lieber Steinbock. Herzlich willkommen zu deiner Monatslegung für den Monat Mai. Und ich freue mich jetzt gleich mit dem keltischen Kreuz und den Tarotkarten für dich in deinen Monat reinlegen und reinschauen zu dürfen. Ich werde dir einen Krafttier an die Hand geben und auch einen magischen Seelenstein für dich als Steinbock, der dich supportet und dir auch Monatsthemen aufzeigen kann. Im Anschluss an dieses Video wird es endlich wieder eine Erweiterung geben. Das bedeutet, dort gehe ich mit den Lenormand-Karten in die große Tafel, ziehe dir nochmal gezielte Botschaften, schaue rein in den Bereich Beruf, Privat, Arbeit, also Beruf, klar, und in die Liebe. Du hast zwei Möglichkeiten, wie du an diese Erweiterung kommst. Entweder du bist oder wirst Mitglied auf meinem Kanal. Wenn du sagst, ich möchte nur die eine Erweiterung, dann gehst du einfach unter der Infobox, also in die Infobox, auf den Punkt Mehr und lädst dir das Video bei Elopage runter. Nach erfolgreicher Buchung bekommst du eine Mail mit einem Link zum Download. Mach das auch bitte direkt, denn dieser Link ist nicht ewig gültig. In diesem Sinne, ihr Lieben, würde ich sagen, starten wir rein und ich lasse mich überraschen von der Magie für dich, lieber Steinbock. Dann bitte ich um einen Seelenstein für den Monat Mai, für das Seelenkollektiv der Steinböcke. Was ist wichtig? Was möchte gesehen werden? Wir haben den Dumortierit. Da haben wir die Farbe Lila. Und die Farbe Lila steht natürlich für unser Kronenchakra. Hier bist du eingeladen, dir nochmal bewusst zu machen, was sind deine Ziele, Wünsche, Träume? Wo kannst du jetzt eine spirituelle, also heißt eine geistige Klarheit bekommen? Welche Visionen dürfen jetzt von dir gelebt werden? Dabei unterstützt dich genau dieser Seelenstein. Es geht um Ordnung, Organisation, Ausmisten, Entrümpeln, für Klarheit schaffen. Und nochmal wirklich genau schauen, okay, hey, nimm die Ideen, die du im Kopf hast, bringe sie feinsäuberlich zu Papier. Dafür stehst du ja auch als Steinbock, für Ordnung und Struktur. Und das darf jetzt wieder richtig einziehen. Und gleichzeitig, wenn du hier wirklich einen Plan erarbeitest, dann hilft dir dieser Plan, in Anführungsstrichen Plan, diese Übersicht, die Erfüllung und auch wirklich die tiefe Heilung in dir zu entfachen, nach der du dich sehnst. Jetzt ist es wirklich, dass du deine Fähigkeit nochmal immens nutzen kannst, deine mentale Disziplin, die du ja schon in deinem Sternzeichen trägst, jetzt wirklich für dich zu nutzen. Dir wird jetzt im Mai göttliche Führung zuteil. Du verfügst über eine große Fähigkeit, in Gedanken durchzuspielen, zu planen, wie du dir Erfolg sichern und Wohlstand aufbauen kannst. Also auch hier entwirf wirklich eine Strategie, bring alles zu Papier, mach es konkret, mach dir dein Ergebnis klar. Denn du brauchst jetzt Ziele, die du dir setzt, um wirklich diesen Erfolg zu haben, den du so sehr verdienst. Auch Sicherheit in Bezug auf eine Situation wird jetzt im Mai in dein Leben kommen. Und die göttliche Ordnung ist jetzt wirklich aktiv in deinem Leben am Werk. Also, um dich mit dem Strom der Fülle zu verbinden, der dir jederzeit offen steht, schaffe dir eine klare Struktur. Welches Krafttier möchte dich hier supporten im Mai? Und da kommt der Marienkäfer. Es geht um Glück, vielleicht sogar auch um Liebe. Eine neue Liebe, Liebe, die jetzt entfacht wird. Die Liebe zu dir, zu einem Projekt. Da ist diese Balance in dir, diese Leichtigkeit, das Verspielte. Vielleicht begegnen dir auch schon einige Marienkäfer. Hier geht es auch um Fülle. Das heißt auch hier der Erfolg und die Fülle, die hier mit einzieht. Du hast die Chance, mit jeder Situation zurechtzukommen, auch wenn sie im ersten Moment unmöglich erscheint. Nimm dir also bewusst Zeit, mit dem Marienkäfer, mit dieser Energie, dein Gleichgewicht wiederherzustellen. Öffne deinen Geist, um dich selbst oder auch die anderen in deinem Umfeld zu lieben. Stelle deine Energie mit Gefühlen voller Liebe wieder her, um Fülle und Glück in deinem Leben zu erhalten. Das sagt dir hier dein Marienkäfer. Und jetzt gehen wir rein, lieber Steinbock. Und wir schauen einmal auf die Grundenergie, mit der du hier startest.
Und das ist ein neues Kapitel. Verliebt ins Leben, verliebt in dich. Du entdeckst jetzt das Potenzial der unendlichen Möglichkeiten. Der Narr ist die erste große Karte in der großen Arkana und lädt dich ein, spring einfach mal rein. Voller Klarheit, Leichtigkeit. Das ist okay, manchmal muss es auch nicht immer diese Sicherheit geben, zu wissen, welchen Schritt gehst du. Es heißt einfach nur jetzt in die Umsetzung zu gehen. Auf bewusster Ebene sind mir das zu viele Karten. Was ist bei den Steinböcken auf bewusster Ebene im Feld? Mit welchen Gedanken befasst du dich? Was ist in deinem Kopf los? Vieles scheinbar. So. Stabilität, Sicherheit, aber auch so ein bisschen das Gefühl von, ich bin ein bisschen festgefahren. Du hast aber einen Plan, wo du dich wirklich drauf konzentrierst. Du schaust dir an, welche vier Säulen oder welche Basis ist für mich in meinem Leben wichtig. Was möchte ich aufbauen? Die Leichtigkeit, mit der du startest, wird manchmal vom Kopf ein bisschen blockiert. Aber hier als Bube der Münzen bist du wirklich bereit, ein neues Abenteuer zu entdecken, es wirklich auch intuitiv anzugehen. Hier kann es auch schon ein erstes Hinweiszeichen geben, dass hier auch die Liebe einzieht. Das heißt, Einladungen von außen, von einem Wunschpartner, von deinem Partner, egal ob du Single bist oder nicht. Da schauen wir gleich nochmal in der Erweiterungslegung tiefer hinein. Du entdeckst wieder die Möglichkeiten des Manifestierens, die Möglichkeiten des selbstständig Kreierens. Was ist wichtig aus der Vergangenheit für dich zu wissen? Was ist wichtig aus der Vergangenheit zu wissen? Zu viele. Eine klare Botschaft für dich als Steinbock. Der Teufel. Das ist zum einen deine persönliche Karte. Das ist der Teufel ist auch eine große Arkana-Karte und ist der Stellvertreter der Steinböcke. Aber natürlich auch, schau dir noch mal an, wo hast du dich hier vielleicht in der Vergangenheit in eine gewisse Abhängigkeit gegeben? Wo hast du dich viel zu klein gemacht und darfst jetzt wieder in diese Leichtigkeit kommen? Wo gab es teuflische Kreisläufe, aus denen du jetzt ausbrechen darfst? Gegebenenfalls auch Kontrolle, die Sucht, alles kontrollieren zu wollen, alles mit einer gewissen, mit einer gewissen Härte dir auch anzuschauen. Wo hast du dir auch selber wehgetan und darfst dich aber jetzt wieder in deinen eigenen Wert katapultieren? Und hier haben wir den König der Münzen als Tendenz, wohin die Richtung geht. Selbstermächtigung. Auf dem Weg, auf dieser Reise, aber auch eine Person, die in dein Leben kommt, quasi als Versorger. Mit hohen Werten wirst du jetzt aber auch durchs Leben gehen. Für den einen oder anderen steht auch jetzt die Familienplanung im Vordergrund, dieses Ankommen, sich fallen lassen. Aber auch endlich wieder hier aus einer Abhängigkeit rauszutreten. Du schaust nämlich auf ihn und sagst, hey, ich bin meines Glückes Schmied. Ich bin unabhängig und selbstständig. Ich mache mir nochmal meine Werte bewusst, das habe ich ja hier schon gesagt. Die Werte, die mir auf materieller Ebene wichtig sind, aber auch auf Beziehungsebene. Unterliegende Energie ist der Herrscher. Diese Ziele, diese Struktur, diese Ordnung, das heißt, hier zieht mit dem Herrscher wieder diese erfolgreiche Ordnung und Stabilität ein, gepaart mit einer Leichtigkeit und Lebensfreude. Und da nehme ich wahr, dass das in der Vergangenheit so ein bisschen im Mangel war, dass du dich da hast irgendwie immer wieder klein gemacht. Und dann war einfach ein Kreislauf da, aus dem du jetzt ausbrechen wirst. Was ist deine größte Herausforderung? Was ist deine größte Herausforderung? Dieses Verspielte, dir wieder bewusst zu machen, fühlen, dich feiern, deine Träume nochmal wirklich zum Leben zu entfachen, zu erwecken, dir neues Wissen anzueignen mit dieser Leichtigkeit. Und die Leichtigkeit auch gerade in der Zielumsetzung jetzt zu integrieren. Genau dieses Jugendliche, dieses Närrische, das ist das, was eigentlich gewünscht ist, was dich aber ein bisschen herausfordert. Es könnten dich auch Menschen herausfordern, die gerade sehr
jugendlich unterwegs sind, sagen wir es mal so, die vielleicht noch nicht so reif sind, wie du es dir gerade gerne wünschst, aber generell auch wirklich dir neues Wissen anzueignen und dafür jetzt mit einer gewissen Weltoffenheit und Urteilsfreiheit loszugehen. Auch was dich selbst angeht, diesen Frieden in dir zu spüren, dass du genug bist, dass du alles gibst, selbst wenn dir mal an einem Tag nicht so viel Energie zur Verfügung steht, aber du gibst ja trotzdem alles und das sind immer deine 100%. Vielleicht auch die Herausforderung, dass du dir bewusst machen darfst, dass du nicht immer nur wieder dir neues Wissen aneignen musst, sondern jetzt in die Umsetzung gehen darfst. Was ist denn deine Hauptenergie als Steinbock? In welcher Hauptenergie schwingst du als Steinbock? Und erlaube dir auch wirklich für deine Wünsche und Ziele loszugehen. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest eine neue Ausbildung machen, du brauchst noch neues Wissen, dann tu das. Dann mach das. Auf jeden Fall. Deine Hauptenergie. Rate Schicksals. Das heißt, es rollt hier ganz viel. Du bist, oh, und hier haben wir das Match, ne? Königin trifft auf den König. In der Hauptenergie der Selbstversorgerin und das ziemlich klar strukturiert. Du wirst hier gerade wirklich in die absolute Führungsqualität gebeamt. Auch was die Führungsqualität deiner Selbstliebe angeht. Und das ist gerade das, was sich gerade in dir scheinbar neu orientiert, neu setzt und dich auf eine andere Sphäre katapultieren kann. Ein Neuanfang. Das ist die 10. große Arkana, also die Nummer 10 in der großen Arkana. Und das heißt, du bist eigentlich glücklich. Du bist an einem Wendepunkt in deinem Leben angekommen, wo es jetzt darum geht, etwas in die Verbindung zu bringen, männliches und weibliches Prinzip absolut zu integrieren. Du bist quasi Teil von dem Kreislauf deines Lebens, ständig in Bewegung. Und das Universum, das ist quasi im Hintergrund für dich als höhere Macht aktiv am Rollen. Und jetzt ist es das, diese Sucht nach Kontrolle, das ist das, was du jetzt loslassen darfst. Denn du brauchst nicht Universum spielen. Wenn du ständig alles kontrollieren willst, hat das Universum kaum eine Chance, dich zu supporten. Aktiviere jetzt, welche 4 Säulen sind wichtig. Vielleicht gibt es die 4 Säulen, du siehst hier auch die Sternzeichen. Hier haben wir die Sternzeichen Wassermann, Skorpion, Löwe und Stier. Vielleicht sind das deine Säulen, die dich hier tragen als Menschen. Vielleicht trägst du aber auch genau diese Sternzeichen in dir, in deinem Geburtschart. Es ist aber auch die Einladung, tief abzutauchen, gleichzeitig aber auch bewusst zu werden in deinen Gedanken. Stark wie ein Löwe zu sein und zum richtigen Zeitpunkt wie der Stier loszuheizen. Schöne Energie, wenn du es schaffst, die Kontrolle abzugeben. Welche äußeren Einflüsse werden dich im Mai hier erwarten? Eine Entscheidung wird fällig. Eine Entscheidung wird fällig mit den 2 Stäben, auch mal etwas im Team aufzubauen. Generell geht es hier um Aufbau, um Projekte, um deine Ziele, deine Pläne, deine Ordnung und Struktur. Münzenergie ist ja generell immer eine eher langsame Energie, dient aber der Zukunft. Es geht daran, darüber, dass du eine Entscheidung treffen möchtest oder wirst, an was du jetzt arbeiten willst. Eine Ausbildung, auch eine spirituelle, könnte hier liegen. Eine gewisse Einsatzbereitschaft, die jetzt von dir verlangt wird, in Bezug auf, okay, jetzt ist dein Einsatz gefragt, entscheide dich, in welche Richtung darf dein Leben laufen. Was sind deine Wertvorstellungen? Du befindest dich oder du wirst hier wirklich an eine Weggabelung kommen. Ja, du bist sehr viel in Bewegung. Hier geht es um das vorausschauende Planen, um das Umsetzen von deinen Zielen. Irgendwo pendelst du nämlich noch und jetzt heißt es von außen, wirst du wirklich dazu gedrängt, aber auch supported, dein Ziel klar zu definieren, wohin darf deine Reise gehen. Du wirst Menschen an die Hand bekommen, die jetzt mit dir gemeinsam die nächsten Schritte planen und wirklich gut planen.
Und dann guck mal, welcher Weg bringt dir mehr Passion? Was entfacht hier dein Feuer? Wofür brennt deine Seele? Raus aus Manipulation, lass dich nicht weiter manipulieren und klein machen, sondern komm in deine Größe. Und diese Entscheidung triff bitte eigenverantwortlich. Auch mit wem du hier zusammenarbeiten möchtest, ja? Guck dir deine inneren Widerstände an. Schau dir an, wo nicht klar und offen und ehrlich kommuniziert wird. Wenn sich Menschen wie so eine Elster irgendwas von dir stehlen wollen, dein Wissen und durch dich profitieren wollen, distanziere dich, setze klare Grenzen. Deine Wünsche, Ziele, Hoffnungen, und das ist wirklich diese Verbundenheit, Frieden, auch mal feiern können, in den Einklang und in die Harmonie kommen und diese pure Fülle genießen. Das ist das, was du dir wünschst, aber gerade noch nicht sehen kannst, weil du vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch zu verkantet im Denken bist, noch zu sicherheitsorientiert bist. Was ist das große Ziel für dich als Steinbock? Das große Ziel im Mai. Und du wünschst dir auch hier den Support und die Unterstützung von außen. Die wird hier kommen. Nur gib dich nicht in eine Abhängigkeit rein, ja? Denn du kannst es auch selber. Nimm die richtigen Menschen, die dir die Hände reichen. Aber schau wirklich hin, wer ist dein Freund und wer ist dein Feind. So, und dabei kommt es nämlich auch. Nachdem, wo ich gerade noch mal in deine Ziele und Wünsche gegangen bin, achte wirklich darauf, wer ist dein Freund und wer ist dein Feind. Das ist ein Teil deines Zieles, wirklich zu schauen, wem kannst du vertrauen? Lass dich nicht weiter ausbeuten. Sprich die Wahrheit, kommuniziere klar und ehrlich. Was ist noch Teil des großen Ziels für die Steinböcke im Mai? So, und da haben wir dann die Wunscherfüllung. Die Wunscherfüllung, das Gericht, das Vertrauen an das Universum, die Kontrolle abzugeben, die Leichtigkeit in deinem Herzen, deinem Seelenplan wieder zu vertrauen, aus gewissen Ängsten, die mit Materialismus zu tun haben, ja, Sicherheitsängste, das Bedürfnis, ich muss aber alles machen, weil wenn ich es mache, wird's gut. Das darfst du ablegen. Das Ziel ist jetzt genau das, mit der Herausforderung, deine Träume, was ich dir eben gesagt habe, in die Kraft zu kommen. Löwe, schau noch mal, gibt es einen Löwen, der dich hier bei der Unterstützung von deinen Träumen supporten kann? Es geht darum, dass du dir noch mal bewusst machst, was ist eine Illusion? Tauche ab, vertraue deiner Intuition und erlaube dir wirklich ganz klar deine Ängste zu lösen. Nimm sie aus dem Vordergrund, transformiere sie, damit du wirklich in deine Fülle kommst. Hier ist das Ziel, langfristig eine erfolgreiche Beziehung zu führen, langfristig Stabilität und Sicherheit zu integrieren, das Gericht langfristig zu erkennen für dich, dieses Erwachen, dem Ruf deiner Seele zu folgen. Eine Entscheidung zu treffen, um mit dir und auch mit anderen ins Reine zu kommen. Das heißt, wenn das Gericht hier als Ziel liegt, mit der absoluten Fülle, wirklich mit diesem Wow, ich erlöse mich, indem ich vielleicht auch Menschen, die unehrlich waren, vergebe. Ich gehe raus aus der Schuld. Dein Herz darf wieder leicht wie eine Feder sein, frei von Schuld und Vorurteilen. Folge diesem erfolgreichen Ruf deiner Seele. Und das ist wirklich dieser wahrhaftige Neuanfang auf Beziehungsebene, auf materieller Ebene, der dich jetzt hier erwartet. Dafür ist es aber für dich auch wichtig, auszutreten, aus Betrügen, rauszugehen aus Unehrlichkeiten. Du brauchst jetzt eine Strategie. Das Ziel ist, dass du wieder eine Strategie entwickelst, wie du jetzt an dieses Ziel kommst. Und die Strategie am besten mit dem Universum, mit deiner Spiritualität und vor allem aus dem Herzen heraus angehst und für dich wirklich hier, naja, sichtbar machst, aufschreibst. Guck auch genau hin, wo ist es mehr Schein als Sein, ja? Wo
Ist etwas hier verlockend im Außen, wo du aber erstmal mit dir selber hier einchecken darfst, ist es wirklich das? Das heißt, du lernst jetzt im Mai ganz gezielt deiner Intuition zu folgen, ganz klar zu sein und hundertprozentig eine Entscheidung aus dem Herzen zu treffen, fernab von Oberflächlichkeiten, mit dem Ziel, hier den Unterschied zu machen. Und ich bin gespannt, was sich jetzt in der Erweiterung zeigt, ihr lieben Steinböcke. Ich hoffe, dass ich dir an der einen oder anderen Stelle schon wertvolle Impulse geben konnte. Ich gehe jetzt rein in die Erweiterungslegung und du hast die beiden Möglichkeiten. Entweder bist du schon Teil meines Kanals, bist Mitglied, du wirst es, oder du buchst einfach über den einmaligen Link über Elopage deine Erweiterung. Ich freue mich auf dich und sag bis gleich.